Mein Name ist Hilael Makaes und ich erzähle die Geschichte von Menachem und seinem Bruder Fred. Ich bin 17 Jahre alt, während wir diesen Film produzieren. Ich lebe in Sinsheim, seit ich 14 bin. Und ich bin in der Jugendakademie der TSG Hoffenheim, die zu den besten Akademien in Deutschland gehört. Ich lerne. Ich spiele Fußball für das Jugendteam der TSG Hoffenheim. Ich habe Freunde. Ich spiele Fußball. Ich mache Sachen mit meinem Vater, der hier lebt. Ich lerne wieder ein bisschen. Ich spiele Fußball. Und Fußball. Und wenn ich Freizeit habe, spiele ich. Okay, ihr versteht mich. Ich komme aus Israel und habe dort meine Kindheit verbracht. Unter vielen Juden aufzuwachsen, war normal für mich. Aber als ich dann nach Hoffenheim kam, merkte ich, hier gibt es keine Juden. In der Schule lernte ich, was mit Deutschlands Juden geschehen war. Und mein Lehrer, Herr Heitz, zeigte mir in Hoffenheim die Orte, wo Juden wie Manfred und Heinz Meyer und die 16 anderen Juden aus Hoffenheim gelebt hatten. Er erzählte mir auch, was mit den Juden aus Hoffenheim geschah. Es war schrecklich. Manche sagen, das kann man nicht verstehen. Aber man kann daran erinnern. Und es gibt ein hebräisches Wort, das ich euch beibringen möchte, da es mit dieser Geschichte zu tun hat. Zachor, erinnere dich. Karl Meyer wurde 1894 geboren und wuchs in einer Viehhändlerfamilie auf. Das war damals ein Beruf, den Juden in ländlichen Regionen Deutschlands oft ausübten. Juden waren in den meisten Teilen Deutschlands in die Gesellschaft integriert, insbesondere in kleineren Orten. Oder zumindest dachten sie, dass sie integriert sind. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, kämpfte Karl Meyer in der deutschen Armee. Er wurde von den Briten gefangen genommen. Nach dem Krieg erhielt er das Eiserne Kreuz. Nach dem Krieg arbeitete Karl wieder als Viehhändler und lernte mit Hilde Wertheimer, Hilde, kennen. Hilde kam aus Neidenstein, einem kleinen Ort bei Hoffenheim. 1927 heirateten sie. Ihr erster Sohn Manfred wurde 1929 geboren und Heinz kam 1932 auf die Welt. Sie wuchsen in der Neustraße auf, die damals so aussah. Und ja, ihre Wohnung war in der Synagoge, in die alle Juden Hoffenheims passten. So viele gab es ja nicht. Ab 1933, als die Nazis in Deutschland an die Macht kamen, wurde die Lage für Juden immer schlechter. Juden wurden angespuckt und geschlagen. Sie wurden aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt und durften nicht mehr für den Staat arbeiten. Im Jahre 1937 entschlossen sich die Eltern, Manfred zu jüdischen Schulen nach Heidelberg zu schicken, weil er in der Schule von anderen Jungen verprügelt wurde. Und dann kam die Reichspogromnacht im November 1938. Einige Männer aus der Nachbarschaft, die nun Mitglieder der SA waren, brachen die Synagoge ein. Sie begannen damit, die Synagoge zu zerstören. Dann warfen sie alles, was die Familie Meyer besaß, Möbel, Geschirr, einfach alles, auf den Gehsteig. Plötzlich waren die meist ohne eigene Wohnung und mussten bei Verwandten unterkommen. Überall im Deutschen Reich wurden Synagogen angezündet. Tausende jüdische Männer wurden in Konzentrationslager gebracht. Karl wurde mit anderen Juden von der SA mitgenommen und nach Dachau deportiert. Er kam nach mehreren Wochen zurück, gezeichnet von den Folgen der Lagerhaft.
Die jüdischen Kinder durften nun nicht mehr ihre Schule in Hoffenheim besuchen. So standen Heinz und Manfred jeden Morgen vor 5 Uhr auf, liefen zum Bahnhof und nahmen den Zug nach Heidelberg. Manfred und Heinz legten jeden Schultag den Weg von Hoffenheim nach Heidelberg zurück. Bis zum 22. Oktober 1940, einem Dienstag. An diesem Tag mussten alle 6551 badischen und pfälzischen Juden innerhalb einer Stunde ihre Wohnung verlassen. Mit Lastwagen wurden sie nach Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Freiburg gebracht. Und was tat Karl Mayer, ein mit hohem Orden ausgezeichneter Soldat des Ersten Weltkriegs, bevor er aus seiner Heimat deportiert wurde? Er warf sein eisernes Kreuz auf den Boden und schrie: "Dafür habe ich während des Kriegs gekämpft." Diese ersten Deportationen aus Deutschland gingen nach Gurs, in Vichy, Frankreich. Gurs war kein KZ wie Dachau. Es war ein Internierungslager, das während des Spanischen Bürgerkriegs für Flüchtlinge gebaut worden war. Aber es war trotzdem ein schrecklicher Ort. Die Zustände waren elend. Die Familie Mayer durchlitt einen grausigen Winter. Es gab keine Schule, man schlief auf Beton und es gab kaum etwas zu essen. Die Jungen blieben 4 Monate in Gurs, bis ihre Eltern sie im Februar 1941 in ein französisches Waisenhaus gaben. Zusammen mit 48 anderen Kindern kamen sie nach Aspe, etwa 100 Kilometer entfernt. Hier wurde alles in Französisch unterrichtet. Für kurze Zeit konnten die Jungen endlich wieder etwas lernen. Die Kinder aus Deutschland blieben in Aspe bis Februar 1943. Dann wurden sie in einem Waisenhaus in Toulouse versteckt. Aber kurz nachdem sie ankamen, wurde Manfred, er war mittlerweile 14 Jahre alt, von einer französisch-jüdischen Untergrundgruppe aufgenommen. Manfred blieb mit anderen Jungen in einem Versteck in Südfrankreich. Der 11-jährige Heinz blieb allein zurück. Heinz blieb in Toulouse bis Mai 1944. Dann wurde er eines Nachts mit anderen Kindern über die Berge in die Schweiz geschmuggelt. Er musste in verschiedenen orthodox-jüdischen Kinderheimen leben. Heinz wurde sehr religiös. Aber was geschah mit ihren Eltern, Karl und Hilde? 1941 wurden die deutschen Juden von Gurs aus in ein anderes Lager namens Rivesalz gebracht. Ein weiteres Internierungslager. Noch mehr Elend. Sie schrieben Briefe an ihre Söhne. Bis zum 10. August 1942, als sie diesen letzten Brief schrieben. Meine lieben Kinder, will euch schnell vor der Abreise einige Zeilen schreiben. Habe gestern Abend den großen Schließkorb mit viel Wäsche an euch abgesandt, da wir jetzt abreisen und dürfen nur Handgepäck mitnehmen. Wenn ihr nach Amerika kommt, so seht zu, dass ihr was mitnehmt davon. Vielleicht kommen wir mit Gottes Hilfe auch noch dorthin. Weiß nicht, ob wir euch schreiben können, vielleicht durchs Rote Kreuz. Bleibt brav und gesund, eure euch liebende Mutter. Am 10. August 1942 wurden Karl und Hilde in einem Zug nach Tronsee deportiert. Gemeinsam mit 2300 anderen Juden. Und von dort wurden sie an diesen Ort gebracht. Die Sowjets befreiten am 27. Januar 1945 die Gefangenen von Auschwitz. Aber die Mayers waren nicht unter ihnen. Fand Manfred seinen Bruder Heinz in Engelberg in der Schweiz. Und weil die beiden bereits andere Juden getroffen hatten, die aus den Lagern zurückgekehrt waren, wussten sie in ihr Herzen, dass sie ihre Eltern nie wieder sehen würden. Heinz bewältigte den Schmerz, indem er sich der Religion zuwandte.
aber Manfred sagte, Gott ist tot. Einen Monat später ergab sich für Manfred die Möglichkeit, in die USA auszuwandern. Heinz blieb in der Schweiz. Im Mai 1948 erfuhr Heinz, dass der Staat Israel gegründet wurde. Heinz war ein Teenager, der gerade die schrecklichste Kindheit hinter sich hatte, die man sich vorstellen kann. Er hatte kein Zuhause und keine Familie, zu der er zurück konnte. Und so beschloss Heinz, Europa auf Wiedersehen zu sagen. Im September 1948 kam er in Israel an. Hier gab er sich seinen jüdischen Namen. Er hieß nun nicht mehr Heinz, sondern Menachem. Im Alter von 16 begann nun sein Leben. 1950 trat er der Armee bei und er zog in einen Kibbutz. Mit seinen Händen half er, wie so viele andere, ein Land aufzubauen. Menachem arbeitete mit Kindern, die keine Eltern hatten. Damit hatte er Erfahrung. Er lernte eine wundervolle Frau kennen, Chava van Cleef, die aus Köln stammte. Im Jahr 1956 heirateten sie. Sie hatten drei Kinder, Jonathan, Michal und Zvi. Nun hatte Menachem etwas Kostbares, eine laute, glückliche Familie, die sich frei bewegen könnte. Etwas, das er als Kind nie hatte. Kurz nachdem Menachem geheiratet hatte, beschloss er, etwas anderes nachzuholen. Er wollte studieren. Zwar hatte er keinen Schulabschluss, aber er bestand die Prüfungen und ging an ein College in Haifa, dann an die Hebräische Universität, wo er sich den Naturwissenschaften widmete. 1974 erhielt er einen Masters und 1978, im Alter von 46 Jahren, änderte er erneut seinen Namen. Nun hieß er Dr. Menachem Meyer. Menachem arbeitete 2 Jahre in Frankreich im Bildungsbereich und publizierte Schulbücher für das israelische Erziehungsministerium. Er wurde dafür von der französischen Regierung ausgezeichnet. Und er vertrat im Jahr 1995 sein Land bei der Internationalen Erziehungskonferenz der UNESCO in Paris. Und Manfred? Er wollte all seine Erinnerungen an Deutschland auslöschen. Er änderte sogar seinen Nachnamen von Meyer zu Reims. Und aus Manfred wurde Fred. Er diente in der US-Armee während des Koreakriegs. In den 1950er Jahren studierte er Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete für Rockwell, Kalifornien in der Raumfahrtindustrie. Er war stellvertretender Direktor von Grumman Aircraft. Und woran arbeitete Fred? Hier ist eine frühe Zeichnung. Daraus entstand das Apollo Space Shuttle. Fred heiratete Diane und sie hatten 2 Kinder, Susie und David. Diane starb aber im Jahre 1993. Und das ist seine 2. Frau, Lydia. Zurück nach Hoffenheim zu fahren, war für beide schwer. Menachem besuchte Hoffenheim zum ersten Mal im Jahre 1974. 1990 kehrten sie erstmals gemeinsam zurück und 1995 veröffentlichten sie ein Buch. Und im Jahre 2009 kamen sie zum Premiere des Films, der über sie gedreht worden war. Es kam zu Begegnungen, die ihnen viel bedeuteten. Auch für die Jugendlichen waren diese Begegnungen sehr wichtig. Und als der Bahnhof in Hoffenheim renoviert wurde, von hier wurden Menachem und Fred deportiert, nahmen Schüler meiner Albert-Schweitzer Schule Sinsheim von dort 2 Steine und gestalteten ein Mahnmal. Und als Menachem und Fred kamen, um das Mahnmal einzuweihen, erzählten sie über den Weg, den sie als Kinder zurücklegten, um ihre Großmutter in Neidenstein zu besuchen. Davon hörten auch meine Fußballkollegen von den Jugendmannschaften der TSG Hoffenheim.
und sie schufen den Menachem und Fred Wanderweg. Menachems Frau Chava starb im November 2009 und Fred starb im Jahr 2013 im Alter von 84 Jahren. Aber wir haben immer noch Menachem und er freut sich über seine vielen Enkel und Urenkel. Und Menachem hat einen liebenswerten Mensch gefunden. Ihr Name ist Nili. Und ich, Ilan Makais, der euch diese Geschichte erzählt hat, ich erfuhr erstmal von Menachem durch meinen Lehrer Michael Heitz. Ich sah den Dokumentarfilm über Menachem und Fred und da wurde mir bewusst, ich bin der einzige Jude, der hier wohnt. Abgesehen von meinem Vater, natürlich. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Geschichte von Menachem und Fred weitertragen muss. Das ist eigentlich die Definition von Zachor. Und manchmal, wenn ich zu Hause in Israel bin, besuche ich einer der jüdischen Jungen aus Hoffenheim. Das war mein Schicksal. Ich kann nicht sagen, ich bin glücklich, dass ich entkommen bin. Was ist Glück?